Ich habe eine Audienz bei unserem Landesvater, Ministerpräsident Kurt Beck. Ich freue mich, dass Sie da sind. Könnten Sie vielleicht auch nochmal sagen, wie Sie sich am Telefon melden? Ja, ich sage, ich höre dich, Kunze. Das ist genau das, was Rheinland-Pfalz hören will. Selbst unser Ministerpräsident hat es mittlerweile verstanden. Ja, also wenn Sie so vorne weggehen, kann ja nichts mehr passieren. Nur mein Chef, der sagt, ich soll jetzt aufhören. Ja, er sagt, es wäre sein Geld und ich soll das nicht länger verteilen. Haben Sie vielleicht für mich irgendeinen Tipp, wie ich weiterhin Zaster zapfen kann? Also ich kann nur sagen, wir sind natürlich alle empört, weil die paar Kröten, die wir der Chef doch übrig haben, und deshalb, ich kann mir nur überlegen, die Menschen mobilisieren und wenn möglichst viele RBR hören und sagen, der Kunze, der muss weiterhin an die Kohle ran, dann kann der Chef gar nicht anders. Der kann dann gar nicht anders. Haben Sie denn so Selbsterfahrung? Ich meine, Sie sind ja schon Jahrzehnte in diesem Geschäft, im Business, in der Politik. Haben Sie da für mich vielleicht irgendeinen Rat, wie man trotzdem irgendwie seine Position auch halten kann, auch wenn es mal wackelt? Also ich kann nur sagen, Kreuz raus, Bauch raus und dann immer nach vorne gucken, sich nichts verrückt machen lassen. Chefs sind auch nur Menschen und wenn sie das begriffen haben, dann werden sie auch nicht mehr zicken. Herr Ministerpräsident, ich bin froh, dass der Landesvater hinter mir steht. Ja? Da fühle ich mich auch gleich wieder gestärkt und werde weiterhin Zaster zapfen. Vielen Dank. Gern geschehen und ich bin froh, dass es noch Männer gibt, die was darstellen, die Gewicht haben. Auf dieser Welt und nicht von jedem Windhauch hin und her geblasen werden. Also toi toi toi.